Okay. Na gut, gucken wir mal. Was? Überladen Sie den Tempel. Klingt nicht gut. Sagt mir, Vorazun, wie sollen wir eurer Welt ein Ende setzen? Das Phasenprisma des Tempels kann überladen werden, was einen Energieimpuls in den Planetenkern leiten wird. Ist dieser stark genug, wird der Planet zerbersten. Amon wird hier nicht herrschen. Ich habe über euren Entschluss nachgedacht. Habt ihr eure Meinung geändert? Nein. Meine Zeit hier hat mir den Mut eures Volkes gezeigt. Wir müssen kämpfen. Amon soll genauso leiden wie wir. Wir werden so viele von Amons Zergen verbliegen wie möglich durch das Tor machen. Erst wenn genügend von ihnen hier sind, werden wir den Tempel überladen und fliehen. Ihr wollt ihn verwunden? Das ist hart. Ein kühner Plan. Doch wir können unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. Überlasst das mir, Matriarchin. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Erstmal alle hierher locken und dann bumm, pop und weg. Die Idee ist nicht schlecht. Ja, guter Taktiker. Nur wie will er sie jetzt da durchlocken? Ich meine, die kommen ja sowieso schon da durch, aber wie will er extrem viele da durchlocken? Kann er nicht einfach an irgendeine Wand schreiben, alle Zerg sind doof oder Amon ist doof und dann kommen sie da durch? Das geht ja nicht. Also rechne ich mit, dass das nicht geht. Unsere Truppen haben das Gebiet um den Xel'Naga-Tempel gesichert. Artanis, wie schreiten eure Vorbereitungen voran? Ich bin dabei, den Tempel zu konfigurieren. Doch ohne Urash und Kalis wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Urash, was? Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Energien des Tempels werden von 3 Zenitsteinen reguliert. Erst wenn sie zerstört sind, kann der Tempel überladen werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen wir ihn gegen die Zerg und Hybriden verteidigen. Wir Nerazim verwenden seit langem Kaidarin-Monolithen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Wie ich sehe, hat euer Phasenschmied diese Technologie bereits studiert. Das habe ich, Matriarchin. Die Monolithen sind eine äußerst effiziente Waffe mit beträchtlicher Reichweite. Sie werden für unsere Verteidigung von zentraler Bedeutung sein. Der Augenblick ist gekommen. Lasst uns beginnen! Zerg auf Shakuras. Halten Sie die Stellung bis 1 Milliarde Zerg. Je schneller die Zenitsteine zerstört werden, desto leichter wird es für uns. Uns bleibt nur wenig Zeit, bis die Zerg die Tempelanlagen überrennen. Ihr habt recht, Hierarch. Doch wenn nötig, können sich meine dunklen Templer unerkannt an den gegnerischen Linien vorbeischleichen und die Steine zerstören. Wir werden für Gerechtigkeit sorgen. Aber ich habe noch keinen Tempel. Oh, das ist doof. Itak. Gut, dann werdet ihr drei jetzt mal kurz ihn hier machen. Achso, ne, werdet ihr nicht. So. Aber es ist schön, dass ihr hier schon was aufgebaut habt, ihr Schlümpfe. Hättet ihr vielleicht mal kurz mich fragen können, ob ich da wohl was haben will? Die Zerg sammeln sich für einen Angriff im Südwesten. Entfacht eure Klingenkrieger! Ja, genau, mach das mal. Kommt da was? Tatsächlich, da kommt was. Auch schön hier das platt machen. Okay, das hat relativ gut geklappt. Wie gesagt, Situation. Hierarch, es befinden sich weitere Ressourcen in diesem Gebiet. Wir könnten einen zweiten Nexus in der Nähe errichten, um den Ressourcenabbau zu beschleunigen. Das klingt gut, oder?
aber. Jetzt sammeln sie sich aber auch schon da. Mach mal kurz ihn hier. Danke. Wo habe ich denn meine Drohne hingepackt? Ach da! Ach Gott. Ich habe die gar nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Kleine? Eine weitere Zerrbrut bereitet einen Angriff von ihrem Schwarmstock im Nordwesten vor. Okay, da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Beharrlichkeit! Erwarte Instruktion. Ayur wird auferstehen. Unser Licht lebt weiter. En Arras Adari. Es ist uns eine Ehre. Sehr gut. So, hier sind wir ja relativ gut gestimmt. So. Dann werden die uns wohl als nächstes angreifen, wa? Passt ja so reihenfolgetechnisch. Atarnis, unsere Beobachter berichten, dass eine riesige Welle Zerg auf Shakuras eingefallen ist. Und doch, kein einziger Hybrid darunter. Amon versucht, unsere Entschlossenheit zu testen. Unser Licht lebt weit. Wir sind entschlossen. Hier gleich langkommt. Hier, Scheiße. Sag ich doch. Die Zerg nähern sich dem Tempel vom südöstlichen Zugang. Dari. Ey, mach sie fertig. Mach sie fertig. So soll es sein. Also ich glaube, dass zumindest das nicht fertig machen kann. Verhilft uns zum Ruhm. Das ist gut. So. Ach, da ist die Kanone. Oh, 300. Oh, oh, oh. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der bauen wir hier trotzdem nochmal ein. Oh. Templer, macht euch bereit. Die Zerg rücken von beiden Seiten zum Tempel vor. Im Exil gibt es keinen Trost. Ich geh mal dahin.
greife Feind an. So, hier bin ich auch zufrieden. Ne, da oben kann... Da hinten kann wohl nicht unbedingt immer was kommen, okay. Dann kann ich auch anfangen, hier was aufzubauen. Schnell, er kommt. Big Mama kommt. Oder Big Papa, je nachdem. So soll es sein. Halleluja. Wir gehorchen. Alter, ihr Säcke. Basis wird angegriffen. Unser Tag wird kommen. Wei, oh wei, oh wei, oh wei. Boah, ich hab's aber bald gebraucht. Seltsam. Eine Gruppe Overlords nähert sich der Tempelanlage. Diese Taktik kommt mir bekannt vor. Sie transportieren Bodeneinheiten. Schnell, vernichtet die Overlords! Wir werden für gerecht. Im Exil gibt es keinen Trost. Oh ja. Die transportieren da was ganz Übles. Wir gehorchen. Unser Licht geht weiter. Beharrlichkeit verhilft uns zum Ruhm. Alter Verwalter, können die doch von da angreifen, die Drecksäcke. Unsere Sensoren registrieren fast eine halbe Milliarde Zerkauf-Shakuras. Und sie alle bewegen sich auf den Tempel zu. Lasst sie kommen. Die Templer werden ihnen standhalten. Oh, glaube ich. Unser Tag wird. Gebt eure. Wir werden für Gerechtigkeit sorgen. Oh. Der ist doof. Ich bleib doch hier. Adari. Alter, mach doch keinen Stress.
Aber eine große Kanone werden wir auch noch hier hin. Oh, da hinten sammelt sich auch schon wieder was. Ayur wird auferstehen. Befehl eingeben. Seid wachsam, Krieger. Die Zerg attackieren den Tempel von allen drei Seiten gleichzeitig. Ehrlich zu sein, würde ich es ja auch machen. Ich hab den hier noch nicht. Schnell! Bestätigt. Oh Gott, ja, und ich muss ja hier auch noch, fällt mir gerade so ein. Ja, es ist... Ja, es ist ja... Okay. Ist ja geringfügig ein Problem. Ja, ja, das ist aber nur geringfügig. Jemand. Was hat die Sache? Es stress. Nie zuvor sah ich solche Monstrositäten. Was denn? Krieger, konzentriert euer Feuer auf die Hybriden. Der Tempel darf nicht fallen. Basis wird angegriffen. Okay. Der scheint etwas beschäftigt zu sein. Eine riesige Zerg-Armee steht zwischen uns und den Zenitsteinen. Hierarch, ihr solltet meine dunklen Templer schicken, um sie zu zerstören. Das war, En Arras Adari. Der Plan. Also, ne? So soll es sein.